Also ich bin Lena Sophie und ich war in dem Workshop Jungsein in MV und ich war auch zweimal an dem Tisch heute am dritten Tag bei Jugend fragt nach und wir haben zum Beispiel über die Themen G9 geredet und Mobilität in MV, besonders für Jugendliche, dass es halt verbessert wird. Mein Name ist Johannes Büttler, ich bin 17 Jahre alt und komme von der wunderschönen Insel Rügen. Und ich habe ebenfalls mit Lena das Projekt Jungsein in MV mitbestritten und saß jetzt auch schon zum dritten Mal nun mit Politikern zusammen am Tisch. Und wir haben uns über wichtige Themen, zum Beispiel wie sich Jugendinitiativen oder Arbeitsgruppen besser in der Stadt, in der Kommunalpolitik integrieren können, aber auch andere Sachen wie unsere Freizeitangebote in Mecklenburg-Vorpommern oder halt, wie man fertig. Lena. Nein. Lena, doch. Nein. Lena. Ja. Wie fandest du die Gespräche bisher mit unseren Politikern? Ja, also zu einigen Themen waren sie schon sehr aufschlussreich. Wir haben mit vielen über das Wahlalter 16 auch geredet. Bis jetzt waren 3 Fraktionen dafür. Und bei manchen Sachen kam dann aber wiederum nicht sehr viel raus. Wir haben halt die Probleme beredet, aber noch keine wirkliche Lösung aufgeschrieben und halt weiter besprochen. Ja, es war halt eher drumherum reden um das Thema, aber Lösungswege wurden nicht wirklich gefunden. Jetzt habe ich den Ton wiederholt. Geil. Gut. Wir befinden uns heute bei Jugend fragt nach und wir haben einen ganz tollen Gast heute, Herr Dahlemann. Stellen Sie sich doch mal kurz vor. Ja, mein Name ist Patrick Dahlemann, wie du richtig gesagt hast. Ich bin der jüngste Abgeordnete des Landtages, Mitglied der SPD-Fraktion, Sprecher für Jugendkultur, soziale Netzwerke, neue Medien und darf für die SPD im Finanzausschuss sitzen und bin natürlich heute gerne bei euch dabei. Okay, wir kommen gleich zu unserer ersten Frage. Okay, warum machen Sie Politik? Ja, es gibt natürlich verschiedene Gründe. Als ich 16 war, bei mir in der Region, die Region war von Abwanderung geprägt. Ich komme aus Torgelow, dem östlichsten Teil des Landes, in Vorpommern. Und da haben uns die Lehrer in der Schule immer gesagt, Mensch, Kinder, kriegt gute Noten und dann geht in den Westen, geht dahin, wo ihr Geld verdienen könnt. Und ich habe mir immer gesagt, kann doch nicht gerecht sein, dass man massenhaft allen jungen Leuten, so wie euch jetzt, sagt, ihr sollt das Land verlassen. Und wenn die politischen Rahmenbedingungen eben nicht stimmen, die man vor Ort hat, muss man sie eben selber verändern und sich engagieren. Also habe ich mir die Parteiprogramme angeguckt und habe für mich mit der SPD die größten Schnittmengen kennengelernt und gesagt, möchte Politik machen, habe dann für Stadtvertretung Kreistag kandidiert, konnte da viel im Bereich Schulbusverkehr zum Beispiel machen, wo wir da eine Umsetzung gestaltet haben, dass Schüler bis Klasse 13 auch die Fahrtkosten erstattet bekommen. Und das waren Dinge, wo man einfach Politik zum Anfassen machen konnte. 2011 habe ich dann für den Landtag kandidiert und 2014 dann mit ein bisschen Glück im Landtag nachgerückt und darf jetzt auch, also für euch also quasi, auch Politik machen. Ja. So, als nächstes, wir hatten ja vorhin schon ein paar Gespräche und was uns leider aufgefallen ist, als zum Beispiel die Präsidentin geredet hat, alle Politiker saßen am Handy und haben sich mit anderen Dingen beschäftigt und haben überhaupt keine Aufmerksamkeit dieser Person geschenkt. Und das heißt immer, wir Jugendlichen, wir spielen nur mit dem Handy, haben keine Aufmerksamkeit. Wie stehen Sie dazu?
Alle ist falsch, ich habe nicht mit dem Handy gespielt. Ja. Sie meinten, wir meinten nicht. Sie, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe der Präsidentin sehr wohl zugehört, weil sie ein sehr praktisches Grußwort gehalten hat. Und wir leben davon, dass uns die Dinge prägen, die wir an einem Tag erleben. Das war heute für die Präsidentin sehr prägend, diese Übergabe der Unterschriften. Und so erlebe ich das auch ganz oft. Für mich war heute total prägend Jugend im Landtag. Ich werde die nächsten 3 Tage wieder in meinen Grußworten eure Forderungen mit einbauen. Und das Thema Spielen mit dem Handy, klar, hat natürlich auch ein bisschen mit eurem Thema neue Medien in der Schule, im Unterricht zu tun. Ich glaube, wir müssen einen gesunden Spagat aus dem wirklichen Nutzen der neuen Medien finden und dennoch aber auch aus Höflichkeit, Interesse ein Stück weit bei dem anderen noch beim Thema bleiben und weiter zuhören. Und ich sage jetzt mal so ein bisschen für meine Kollegen, wenn die sich dieses Video angucken mit ihrem Smartphone, vielleicht während der Landtagssitzung, ihr sollt aufpassen und nicht nur in die Kamera und Handy gucken. Ich muss sagen, ich war echt enttäuscht. Okay, ich hatte natürlich schon so Politiker, die werden sich eh nicht für uns interessieren. Das war so genau wie dieses Klischee. Und gesagt, die haben über total andere Sachen geredet, überhaupt nicht. Die anderen so gesagt, kann ich nicht mal davon aufhören zu reden, ich muss bald los. Und ich sagte, dann bleib doch gleich zu Hause, wenn es dich hier nicht interessiert. Und wenn du kaum Zeit für uns hast. Ich finde, man muss sich für solche Sachen Zeit nehmen. Ich mache das total gerne. Ich war jetzt Montag dabei, ich war heute dabei, ich bin morgen beim Generationendialog mit dabei, weil ich einfach eine unwahrscheinlich wichtige Möglichkeit finde, dass nicht nur immer für euch aus eurer Sicht ihr Schüler mit uns in Kontakt kommt, sondern wir unreflektiert, ungefiltert das mitbekommen, was ihr denkt. Und das nicht über irgendwelche Interessenvertretungen wie ein Jugendring oder wie ein Landesschülersprecher, sondern ganz unmittelbar von euch. Und deswegen waren diese Thementische dann eine hervorragende Gelegenheit. Und dann wisst ihr ja jetzt, welche Abgeordneten die Dinge auch tatsächlich umsetzen, die ihr euch wünscht. Gut. Ja, und als letzte Frage hätten wir noch, was Sie uns so empfehlen könnten, wenn wir auch Politik machen möchten und wie wir uns einsetzen können, also so aktuell. Wenn es Dinge gibt, die euch stören im ganz bewussten Leben, wenn es Dinge in der Schule sind, wenn es Dinge in eurer Freizeitgestaltung, in eurer Kommune sind, dann kann ich einfach mal sagen, bringt euch ein. Das kann über die Gewerkschaft sein, das kann über Vereine sein, das kann ganz ehrenamtlich über Bürgerinitiativen sein, das kann in der Politik sein, bei Parteien. Und dann kann man auch wirklich Dinge verändern. Und ich kann euch sagen, immer dann, wenn man konkret etwas umsetzen konnte, was man sich lange vorgenommen hat, und manchmal ist der Weg da auch sehr lang, dann ist es ein unwahrscheinlich gutes Gefühl, dass man etwas verbessern konnte, den Menschen helfen konnte, ob jung, ob alt. Und das ist eine total tolle Motivation, das auch tun zu können. Jeder, der Lust hat, Politik zu machen, kann Politik tun. Das ist manchmal ein sehr langer Weg, manchmal mit vielen Steinen auch verbunden, die, glaube ich, aber auf dem Weg ganz, ganz wichtig sind, um immer auf dem Teppich zu bleiben. Und jedem Teilnehmer von Jugend im Landtag, der Bock hat, mal länger in diesem Landtag zu sitzen, vielleicht mal eine ganze Legislatur, den kann ich nur empfehlen, sich rechtzeitig zu engagieren, einzubringen. Und wir arbeiten dann auch noch an dem Thema Wahlalter 16. Da bin ich ein glühender Befürworter, dass ihr auch einfach früher an die Wahlurnen dürft, als einfach nur zuzugucken, wie alle anderen darüber entscheiden. Und dann, glaube ich, ist das ein guter Mix. Und für jeden Einzelnen noch die Berechtigung zu sagen, ich kann Politik. Denn jeder, der Interesse dafür hat, kann den Job tun. Okay, ich denke, das waren jetzt viele spannende Fakten. Wir sagen erstmal auf Wiedersehen und vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich bin Till und ich war im Workshop Jungsein in MV. Und wir haben heute unsere Präsentation vorbereitet und dann auch Diskussionen mit den Politikern geführt. Ich war dann noch an dem Tisch Jugend fragt Politiker, auch mit dem Innenminister. Und das war sehr interessant, die Diskussion, und teilweise auch sehr aufschlussreich. Mein Name ist Mona Mohr und ich war auch in dem Workshop der letzten Tage immer im Jungsein in MV. Und heute war es ja dann soweit, dass wir diskutieren konnten mit den Abgeordneten, was ich dann auch sehr interessant war, weil ich die Essenbeinrunden, wo die Politiker auch uns Jugendliche fragen konnten, was wir zu bestimmten Themen finden. Und da haben wir auch viel diskutiert über Wahlrecht ab 16, aber auch über G9. Ja. Naja, man wünscht sich ja immer mehr Diskussionszeit, aber von der Diskussion her war es eigentlich immer sehr sachlich und auch aufschlussreich, solange sie darüber auch Aufschluss geben konnten. Also wenn es nicht ihrem Fachgebiet entsprach, dann konnten sie natürlich nicht so darüber Auskunft erteilen. Nein, bei mir war das so, dass
einige Politiker ihre Meinung dazu geäußert haben. Besonders haben sie aber auch versucht, uns Jugendlichen zu ermutigen, auch mehr aktiv in der Politik teilzunehmen. Klar kommt es dann ab und zu mal zu Ausschweifungen, wenn Frau Silvia Brettschneider erzählt, wie sie überhaupt in die Politik kommt und dann die halbe Zeit nur darüber redet, über ihre politische Werdegeschichte. Aber es gehört ja trotzdem dazu, einfach, dass die Jugendlichen auch versuchen, sich mit zu engagieren. Also deswegen fand ich auch die Gespräche auch echt gut und ich hoffe wirklich, dass sie vielleicht irgendwas gebracht haben, dass es vielleicht auch weitergetragen wird, auch im Landtag.